So, ich stehe mir bei Rolo fest. Ich kenne Rolo eigentlich nur als diese kleinen leckeren Karamellbonsche, die ich mir dann ins Face reinstopfe. Hier sagen die, nee, wir tunen Autos. Und zwar BMW. M Performance haben wir vorhin noch bei BMW direkt am Stand gesehen. Hier sehen wir jetzt, was Rolofäs sich unter Tuning vorstellt. Wenn man sich mal anguckt, was hier für ein Schiff steht, unfassbar brandgefährlich, alle scharfe Kanten, das kriegst du so niemals auf der Straße in Deutschland. Aber sagt er auch, hier Rolofäs, das ist ja auch die Rennversion. Das sichere Straßenauto, das steht doch hier drüben. So, bitte. Da sieht man gleich hier unten die Lippe, wunderbar rundlich abgerundet, da ist nichts Scharfkantiges, bis auf diese Lippen hier. Unfassbar, ne? Was man da alles mit wegschneiden kann. Ich glaube, TÜV ist nicht ganz so sicher bei uns. Dann haben wir hier, Rolofäs sagt, dieser Rückspiegel, Seitenspiegel, den haben die angelehnt an die DTM wegen der Aerodynamik, ne? Wegen der Luftschnittigkeit. Ich weiß nicht ganz genau, welche DTM die hier gucken in Las Vegas, aber es sieht mir nicht ganz so windschnittig aus. Schnittig, aber dann sind wir wieder bei dem Thema hinten hier, bei diesem Flügel, ne? Bei BMW selber, M Performance, haben wir diesen ganz, ganz geschmeidigen, tollen Heckspoiler gesehen. Hier ist das alles ein bisschen größer, nennt sich deswegen auch M Power. Und auch hier wieder diese scharfen Kanten. Eigentlich ist dieses Fahrzeug das perfekte Auto für einen Schlachtermeister. Der fährt einfach, zack, mit diesem Wagen in seinen Schweinestall rein und kann sich das komplette Schlachtfest schenken. Schaschlik kommt da raus, Würste, alles. Kannst du einfach mit diesem Auto reinfahren, 5 Minuten ist das Ding durch. Auch hier sehen wir eine beeindruckende Einwicklung, den Impressive Wrap von Savani. Da wird auch genau wie bei Rolofäs hier mit scharfen Scherenwerkzeugen gearbeitet, ne? Also Schlachtfest wieder, aber auch Liberty Walk Verbreiterung, ne? Ganz heißer Trend. Der wird hier schön mal eben kurz der Kotflügel weggeflext und dann das neue Stück hier dran gesetzt. Meist sieht es aber ein bisschen besser aus als hier. Ganz schlechte Verarbeitung.